Hallo liebe Leute, ich bin der Callcenter Crusher und die erste Anruferin im heutigen Video hat mich echt zum Lachen gebracht. Angerufen hat die Sicherheitsabteilung der Finanzaufsichtsbehörde in Österreich, nämlich die BaFin. Zuhörer, die meine Videos schon häufiger verfolgen, können sich schon denken, wie das endet. Viel Spaß also mit diesem Video, nach dem Intro geht's los. Hallo? Hallo, Hallo. schönen guten Tag. Ich spreche mit Herrn Stecken. Ja. Herr Stecken, Emilia Fischer ist am Apparat von Sicherheitsabteilung der Finanzaufsichtsbehörde. Wir haben unter Ihrem Namen stehende verschiedene Transaktionen gefunden und das ist Grund meines Anrufs, ja? Herr Stecken, hochwahrscheinlich haben Sie das Geld auf Finanzmarkt investiert und dann sind auch Finanzbetrüger hereingefallen. Stimmt diese Information oder nein? Erstmal weiß ich gar nicht, Sie sind ein, was haben Sie gesagt? Sie sind Sicherheit oder wiederholen Sie nochmal? Genau, Sicherheitsabteilung der Finanzaufsichtsbehörde. Ja, von welcher denn? Es gibt ja nur mehrere Finanzaufsichtsbehörden. Sie sitzen, also ich sitze gerade in Österreich, in Wien. Wir Ja. haben Filiale in Deutschland und in Schweiz auch. Ja, und also sind Sie von der österreichischen Finanzaufsichtsbehörde? Genau. Okay, wie nennt sich die denn? Wie bitte? Wie nennt sich die österreichische Finanzdienstaufsichtsbehörde? Sicherheitsabteilung der Nein. Ja, Finanzaufsichtsbehörde. und Ja. wie nennt Was sich... nein, Herr Stecken? Hören Sie doch einfach Was mal nein? zu. Sie haben gefragt Okay. und ich antworte. Wie nennt sich die Finanzmarktaufsicht in Österreich? BaFin. Nein. Ha. Ach, Achso. es ist so ein billiger Achso. Versuch. Wissen Sie, einen Moment bitte, Herr Stecken. Also Ihre Situation ist sehr komisch. Unter Ja, Ihrem Namen läuft scheiße Ihre Situation ist sehr Finanztätigkeit, Herr komisch. Stecken. Sie sind Ja. ein ganz schön billiger Betrüger. Sie wissen doch nicht mal, wo in Österreich die Finanzmarktaufsicht ist. Und die BaFin ist für Deutschland und nicht für Österreich. Oh Mann, Sie sind so Okay, und ungebildet als Betrüger. Sie sind sehr wie heißt in ungebildet. Österreich? Ja, Wie heißt in Österreich? das ist die FMA in Österreich. Ach so, Ach und so, Sie ja, denken, dass Weiterbildung. FMA gibt es nur in Österreich, ja? Richtig. Oder BaFin gibt es nur in Österreich? Sie wissen Nein, nicht, so? BaFin gibt es nicht in Österreich. Ach so, Sie haben falsche Informationen und können Sie das, diese Informationen nicht Ist das geil? googeln? Ist das geil? Ich lach mich tot. Ich lach mich Herr tot. Stecken, falls Sie so viele Ja, Informationen natürlich, haben, ich bin warum beruflich haben Sie Broker. Ich bin Scheiße? Broker. Ich weiß, worüber ich rede. So, Sie sind Broker und unter Ihrem Namen läuft Ja, unter Scheiße meinem Namen Finanztätigkeit, ja? läuft gar Wir nichts. weisen Vor die allem unter Agentin. meinem Namen läuft nur, dass mich Betrüger anrufen. Wieso so schlechte Betrüger wie Sie zum Beispiel? Keine Ahnung von der Herr Stecken, Materie. Sie haben dieses Finanzmarkt benutzt, ja? Wieso? Nein, Wie arbeiten Sie eigentlich? Was? Wie sind Sie beschäftigt? Wie sind Sie beschäftigt? Sie Ich bin sehr können gut das nicht beschäftigt damit, vergleichen? Betrügerseiten Ach auf so, YouTube online ach zu stellen, zum so. Beispiel. Und Sie fallen jedes Mal wieder drauf rein, Okay. weil Sie so ungebildet sind. Okay, Ja, okay. so einfach ist es. Ja, eigentlich, Sie können nicht vergleichen, auf welcher Finanzbörse Sie Ihre Daten anmelden, ja? Und deswegen, ich bin sicher, dass Sie sind nicht beschäftigt mit diesen finanziellen Sachen und Sie sind kein Broker, Herr Ach, Stecken, ja? ja, aber Ja. Sie sind von der Finanzmarktaufsicht in Österreich. Ich Okay. lache mich tot. Und haben Sie noch was zu sagen? Machen Sie sich weiter lächerlich? Die BaFin in Österreich. Ist das geil. Na, fällt dir Sie nichts mehr arbeiten ein? gerade? Sie arbeiten gerade? Ja, natürlich. Natürlich, ja. Und falls Sie denken, dass ich eine Betrügerin wäre, Ich weiß, dass Sie ein warum Betrüger bin. verlieren Sie? Okay. Ich weiß, dass Sie ein Betrüger sind.
Okay. Und warum verlieren Sie jetzt mit mir die Zeit? Ich verliere keine Zeit. Das ist Nein. meine Arbeit. Wieso? Also, Kann Ihre Zeit ich Ihnen kostet genau kein sagen? Geld, oder was? Kann ich Ihnen genau sagen, warum Okay. ich das mache? Meine Arbeit ist es, Ihre betrügerischen Plattformen und Ihre Machenschaften auf YouTube zu stellen, um die ganze Welt vor Ah. Ihren Sachen. Lassen Sie mich ausreden. Sie sind doch so freundlich. Ich werde auch dieses Video, was ich mit Ihnen gemacht habe, gerade auf YouTube stellen, um die ganze Welt davor. Okay. Ja, Sie fallen mir Okay, schon das wieder ist ins mir Wort. ganz egal. Ja, Wissen das Sie ist das? schön. Das Das ist, ist mir das freut egal. mich. Das freut mich. Ja, das ist Das mir freut mich. egal. Trotzdem sind Sie ein Betrüger. Ja, das ist Ja. mir egal. Ja, das ist mir klar. Sie sind ein fürchterlich schlechter Mensch, der irgendwo in irgendeinem Dunkeldeutschland sitzt, in irgendeinem Land und versucht dann die Deutschen abzuzocken. Ja. Ja. Mit einer gespooften Telefonnummer. Haben Sie sonst noch was zu sagen? Also, haben Sie alle Informationen schon? Ja, Haben Sie natürlich Ihre habe ich. da? Ja. Okay, sehr gut. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, ja? Habe ich. Mit Annie. Wobei denn? Haben Sie. Okay, weiterer Erfolg. Ja, danke. Ihnen wünsche ich Okay? allerdings keinen Erfolg. Okay. Betrüger wünsche ich nie einen Erfolg. Okay. Ach so, okay. Hallo? Hallo, schönen guten Tag. Spreche ich mit Herrn Reifelsen? Ralleifzen, ja. Lili Scholl spricht am Apparat und ich kontaktiere Sie bezüglich Ihrer Anmeldung. Es geht um Online-Handeln. Ja. Sie haben Interesse geäußert, am Finanzmarkt zu handeln, ja? Das ist wahr, ja. Ich bin Ihre persönliche Kontoberaterin und Grund meiner Anrufe ist, helfe Ihnen, Ihre Handelskonto bis zum Ende richtig zu aktivieren, okay? Okay. Okay, Herr Reileifsen, sagen Sie mir bitte, was für eine Ralleifzen. Erfahrung, Reileifsen, entschuldigen Sie mir bitte, was für eine Erfahrung haben Sie in diesem Bereich oder ist es ganz Neues für Sie? Nee, so ganz neu nicht. Okay, also haben Sie schon mit dem Aktien gehandelt, oder? Richtig, genau. Okay, also und jetzt möchten Sie ja mit dem Tesla-Aktien handeln, oder? Ja, je nachdem, was Sie sonst noch so anbieten. Also, ich kann Ihnen anbieten, aber also am Anfang brauchen Sie ein aktives Handelskonto zu haben, weil ohne Geld es funktioniert nicht. Ja, aber damit haben Sie ja noch nicht gesagt, was Sie anbieten. Also, am Anfang brauchen wir aktives Handelskonto und danach können wir mit dem Tesla-Aktien handeln. Ja, aber bieten Sie nur Tesla-Aktien an? Also, wir können also mit dem Tesla-Aktien, mit dem Amazon-Aktien, mit dem Apple-Aktien, mit dem Oil, Rohstoffen, mit den verschiedenen Wertanlagen können wir ja also handeln bei uns. Das wollte ich doch wissen, mit was ich bei Ihnen handeln kann. Das war meine Also, Frage. mit dem Kryptos, mit dem Bitcoins, mit dem Ethereum, mit dem Oil, mit dem Rohstoffen, mit dem Tesla-Aktien, Amazon-Aktien, viele verschiedene Möglichkeiten Was sind haben denn wir. Rockstoffen? Rohstoffen. Ja, ich weiß nicht, was Rockstoffen sind. Also es ist die verschiedene Kryptowährungen sozusagen. Ach, Rockstoffen sind verschiedene Kryptowährungen? Hallo. Hören Sie mich? Ja, wenn Sie was sagen, schon. Meine Frage war, was sind Rohstoffe? Ob Rohstoffe verschiedene Kryptowährungen sind? Ist das der Ja, Überbegriff? die verschiedenen Kryptos mit den verschiedenen Aktien, digitale Währungen, mit dem Yuan Coin, chinesische Coin, also, Und die aber werden Werbung als. habe ich. Und die werden Die als. Erwerbung habe ich Und die bekommen, werden. dass Sie Hallo! möchten, Sie mit dem Tesla handeln. Und die verschiedenen Coins werden als Überbegriff Rockstoffen genannt. Das haben Sie so gerade erklärt. Richtig. Ah ja, Rockstoffen kannte ich noch nicht, den Begriff. Okay, gut. Okay. Gut. Okay. Dann die Frage, wo sitzt denn Ihre Firma überhaupt?
Also unser Hauptsitz in Großbritannien, weil wir sind internationale Firma. Die Hauptsitz ist in London, aber wir haben die Sitzungen in Berlin, in Österreich und in Schweiz auch. Ah ja, und deswegen rufen Sie mit einer österreichischen Telefonnummer an. Richtig. Also wir haben verschiedene Nummer und System wählt das automatisch, welche ist frei, Herr Herr was? Reiler. Reileifzen. Eilifzen. Ja, so möchte ich bitte genannt werden. Okay, Sie sagen, Sie sind in Großbritannien. Ist da Ihr Hauptsitz, Ihre Die Hauptzentral? Hauptsitz ist in Großbritannien, richtig. Okay, das ist schon mal sehr schön. Haben Sie da eine Adresse für mich? Natürlich. Ja? Kann ich Ihnen das per E-Mail senden Nö, oder kann ich das können Sie mir einfach sagen. Ich habe Sie doch jetzt gerade am Okay, die Telefon. Company Numbers, die Company Nummer kann ich Ihnen sagen. Die 50 Hawthorne Avenue, Mitcham, England. Also, ich schreibe das mal Die mit. Company Numbers kann ich Ihnen aufgeben. Es ist 14136277. So schnell nicht. 1, 4, Aha, okay. 13. 1, 4, 1, 3. 14136277. Okay, das ist Ihre. Ist das die Nummer, mit der Sie als Finanzdienstleister reguliert sind? Ist das die Nummer? Natürlich, es Okay. ist die Firmennummer. Die Firmennummer, das heißt. In Großbritannien, dann sind Sie ja mit Sicherheit bei der FCA reguliert, nehme ich mal an, ja? Richtig. Okay, dann können wir da ja mal nachschauen. Das wäre ja schon mal ganz schnell und hilfreich. So, die FCA-Registrierungsnummer. Oh, jetzt habe ich sie auswendig. Können Sie es nochmal wiederholen? 14136277. 6277. So. So, dann haben wir es mal eingegeben. Oh, wird gar nichts gefunden. Ich frage nochmal nach. 14136277. Bitte. Das ist Ihre Nummer bei der FCA. Richtig. Nein, da wird nichts gefunden bei der Es ist FCA. ich habe Ihnen gesagt, es ist die Firmennummer, womit Sie haben also Möglichkeit über uns etwas recherchieren. Also ich kann Ihnen die zweite Nummer auch diktieren. Also Also ich möchte gerne die Nummer, mit der Sie bei der FCA reguliert werden. Eurotrader Ltd. Hallo, verstehen Sie nicht? Ich möchte gerne die Nummer Aber haben. ich habe Hallo, Ihnen vielleicht hören Sie doch einfach mal die Firma zu. Lassen Sie mich doch einfach mal 14136277. ausreden. Meine Herren, Warum schreien weil Sie Sie mich bitte? nicht ausreden lassen, deswegen schreie ich. Ich sagte Warum ganz sind Sie ge so sauer? Weil Sie Warum mich sind Sie nicht, so sauer? verstehen Sie es einfach nicht, weil Sie mich nicht ausreden lassen. So, zu Ende. Hallo? Schönen guten Tag, ich spreche mit Jason Reismann. Ja, ist richtig. Herr Reismann, ich bin Ihre Kontoberaterin, Sian Müller. Ich rufe Sie vom Finanzmarkt an. Also ich sehe, dass Sie mir auf Ihre Handelskonto mit Bitcoin Prime aktivieren. Richtig? Das kommt drauf an, ja. Ja. Darf ich wissen, das ist Ihre erste Mal im Finanzmarkt oder also Sie haben schon Erfahrung? Nee, mit Finanzmarkt schon, aber nicht mit Kryptos und so weiter. Ja, also mit Kryptowährungen, es ist Ihre erste Mal, ja? Also erstmal, Sie müssen mit Bitcoin anfangen. Richtig, das sagte ich. Alles klar. Also, lieber schauen Sie, bei uns gibt es drei Möglichkeiten, dass Sie können Ihre Handelskonto aktivieren. Der Mindestbetrag ist 250 Euro. Dann kommen die 500 Euro plus Unterstützungsgeld 150. Und Meistersbetrag ist 1000. Das Unterstützungsgeld 300 Euro. Sagen wir bitte als Anfänger, mit welchem Betrag möchten Sie beginnen? Dann ich werde erklären, wie Sie können Ihre Handelskonto aktivieren für Bitcoin, ja?
Und nach der Aktivierung, Sie bekommen Ihre Zugangsdaten. Sie können weiter investieren. Sie können auch arbeiten mit professionellen Finanzexperten, einem Bitcoin-Experten. Wer macht Analysierung? Sie sind da, lieber Herr. Bitte? Hallo? Sie hören mich? Ja, natürlich. Ich höre zu. Okay. Also, er macht Analysierung für Sie und sage zum Beispiel jedes Woche circa, wie viel Sie können gewinnen in Ihrer Balance. Also, Ihr Gewinn hängt von Ihrem Betrag. Zum Beispiel, wenn Sie anfangen mit 500 Euro, also es ist ganz andere Profit, Sie können sehen, mit 1000, also genau, es ist ganz andere. Also das hängt von Ihrem Betrag. Wenn Sie mir auch einen großen Gewinn sehen, Sie können anfangen mit 1000, lieber Herr. Sie bekommen unsere Seite 300 Euro Unterstützungsgeld. Also, jetzt, ich möchte wissen, mit welchem Betrag möchten Sie beginnen? Ja, ich möchte erstmal wissen, wie der prozentuale Gewinn ist bei Ihnen. Das hat ja nichts mit der Wie Summe bitte? zu tun. Ich möchte gerne wissen, wie der prozentuale Gewinn bei Ihrer Firma ist. Lieber Herr, schauen Sie, ich sage so, ja. Wenn Sie anfangen mit 250 Euro, Sie können jede Woche in Ihrer Balance sehen 10 bis 20% Gewinn. Mit 500 Euro, circa, Sie können sehen bis 30. Mit 1000, Sie können sehen 40 oder mehr. Das hängt von dem Produkt, das hängt von dem, also die Betrag, als Sie haben gesagt, und auch hängt von Ihrem Finanzexperten. Ja, wenn Sie arbeiten mit professionellen Finanzexperten, also Sie können gute Gewinn sehen, natürlich in Ihrer Balance. Also deswegen die Frage, mit welchem Betrag möchten Sie beginnen? Das habe ich noch nicht festgelegt, deswegen hatte ich ja nach dem prozentualen Gewinn gefragt. Wie viel Prozent? Ja, richtig, nach dem prozentualen Gewinnsatz bei Ihrer Firma. 80% oder 18%? Wie viel? 80 oder 18? Also welche Werbung haben Sie gesehen? Was steht in die Werbung? Weiß ich nicht mehr. Das ist ja nun, weiß ich nicht mehr so genau, was da drin stand. Deswegen habe ich Lieber Sie ja... Herr, Nein, Sie, hör, lassen Sie mich doch... Sie haben mich gefragt und dann sollten Sie auch die Antwort abwarten. Ist Aha. das... Ja, also, Sie haben mich gefragt. Ich weiß nicht mehr genau, welche Werbung es war. Aber dazu habe ich Sie ja jetzt am Telefon, dass Sie mir Auskunft geben können. Nein, ich weiß, welche Werbung haben Sie gesehen. Ich kann jetzt gerade sagen, ja, das ist unsere Werbung, diese Bitcoin Prime. Aber die Prozentung ist verschiedene, lieber Herr. Nee, Sie können sehen zum Beispiel, ja? Der prozentuale Gewinnsatz ist doch bei allen gleich. Egal, ob ich 1000 Euro anzahle oder nur 250 Euro. Es geht ja um den prozentualen Gewinnsatz. Ich verstehe nicht, was meinen ja, Sie damit, das, wissen ja. Sie? Wissen Sie, was Prozente sind? Natürlich, lieber Herr, ich habe ja, schon erklärt, wie das alles funktioniert bei uns. Ja, und ich habe nur gefragt, wie der prozentuale Gewinnsatz ist. Und da sagen Sie, der hängt davon ab, wie viel ich einzahle. Das ist doch Quatsch. Ja, natürlich. Was erwarten Sie? Sie müssen 240 einzahlen und da 100% Gewinn sehen in Ihrer Balance. Ist das logisch? Nein, das ist nicht logisch. Aber ich habe es ja auch nicht gesagt. Okay. Das haben Sie implementiert. Lieber Herr, Sie können Finanzexperte... Sie können mich gerne bei meinem Nachnamen nennen, aber lieber Herr möchte ich nicht genannt werden. Herr Reismann, haben Sie etwa Problem, wenn ich sage, lieber Herr? Ja, das ist unhöflich. Okay, und ich denke, das ist ein bisschen aggressiv, ja? Warum so aggressiv reden mit mir? Ja, kein lieber Herr. Sie haben mich noch nicht aggressiv erlebt. Oh. Okay, ich bin jetzt völlig ich frage entspannt. Sie, möchten Sie, hören Sie bitte zu, ja? Ja gut, möchten ich höre Sie zu, bis Sie fertig sind. Hallo? Ja? Möchten Sie weitermachen? Ja, wenn ich ein bisschen Informationen über Ihre Firma kriege, dann sicherlich. Okay. Ich kann Informationen auch schicken in Ihre E-Mail-Adresse. Ja, ich habe Ihre E-Mail-Adresse. Da steht jason.reismann@mbc.email. Das ist richtige E-Mail-Adresse. Das ist richtige E-Mail-Adresse. Aber Sie können mir keine Informationen geben. Sie müssen mir das per E-Mail schicken. Habe ich das richtig verstanden?
Jetzt, ich werde Sie Informationen schicken per E-Mail. Sie Also können die können Sie gleiche das, Information, Sie das können mir das also nicht habe am ich nicht. Telefon sagen. Habe ich das richtig verstanden, war die Doch, Frage. doch, doch, hier habe ich schon gesagt, wie Ja, viele dann Prozente geben. Sie bekommen, welcher Betrag Sie können anfangen, habe ich alles gesagt. Was Gut. möchten Sie weiter wissen? Ja. Vielleicht möchten Sie mit Finanzabteilung auch reden, na ja? Möchten Sie mit Finanzexperten reden? Sind Sie jetzt fertig? Kann ich jetzt wieder antworten? Ja. Okay, so, und Ihre, haben Sie schon eine E-Mail geschickt? Ja, ich habe schon geschickt. Ah ja, Aber okay. bleiben Sie kurz am Apparat, Natürlich. Herr Reismann. Bleiben Sie am Apparat. Ich weiterleite Finanzabteilung. Vielleicht Finanzexperten können Sie besser erklären. Kleinen Moment. Hallo, schönen guten Tag. Guten Tag. Spreche ich mit Herrn Reismann, ja? Ja, das ist richtig. Sehr angenehm. Sie sprechen mit Johanna Heller vom Finanzabteilung, Herr Reismann. Geht es Ihnen zuerst? Gut, danke soweit. Sehr schön. Sie haben Sie, sich bei uns schon angemeldet, ja? Ja, das ist richtig. Haben Sie irgendwelche Schwierigkeiten Nö, nee, oder ich habe einige weitere Fragen. Fragen? Ich habe einige Bitte. Fragen. Welches war jetzt Ihre Firma nochmal bitte? Frau Heller, Johanna Heller. Verstehen Sie kein Deutsch? Sprechen Sie Rede ich Deutsch? mit Ihnen Französisch? Ja, Sie haben eine. Ich habe Sie gefragt, wie Ihre Firma heißt. Und Sie haben mir Ihren Ach Namen so. gesagt. Ja, Also also ich habe Sie verstehen Sie einfach falsch offensichtlich kein. verstanden. Ja, Ich habe nichts. Sie akustisch nicht verstanden. Das kann passieren, oder? Wo sitzt denn Ihre Firma überhaupt? Wir sind in Frankfurt. In Frankfurt, okay. Das heißt, Genau. Sie sind eine deutsche Firma, richtig? Natürlich. Ah ja, okay. Und wie, Wir sind eine deutsche Firma und wir haben noch zwei Filialen. ja, Eine in das. Österreich, die andere in England. Okay. Aber Ihr Hauptsitz ist dann logischerweise in Deutschland, richtig? In Frankfurt. Okay. Frankfurt ist in Deutschland. Das ist richtig. Gut, dann nennen Sie mir doch bitte noch mal Ihre Portal, Ihre URL Ihres Portals. Sehen Sie, unsere Plattform heißt IG, IG Group. Buchstabieren Sie es Am bitte mal. Anfang IG Group, wie im IG, Internet einfach schreiben. können Sie IG, Deutsch E wie Ida, buchstabieren? E wie Ida, Ja. J wie Gustav Ja. und dann .com. IG.com. Ja. Okay. Und Augenblick, da muss ich gerade noch mal nachgucken. Machen Sie das. Ich habe genug Zeit für Sie. Wo sind Sie jetzt gerade, wenn Ja, ich das fragen darf? Augenblick, ich habe gerade Ihre Webseite auf und ich sehe, habe Ihre Webseite offen und ich sehe, die E-Mail ist aber nicht von IG.com, sondern von OneCapital.pro. Wie kommt das? Okay, ja, Sie haben recht. One, also sehen Sie, unsere Hauptplattform, ja, ist also IG. Aber One Capital ist ein Filiale von IG. Ja gut, okay. Wo ist Wahrscheinlich, dann? Sie haben noch gar keine Erfahrung, Sie haben auch Ich gar habe, keine Ahnung, ich. wie das funktioniert. Deswegen, das war, Ach, Sie Sie sind ein reden bisschen wieder so. durcheinander. Sie, Oder? ja. Habe ich das richtig verstanden, oder? Hallo. Können Sie mal Sie den haben Mund noch halten und gar einfach keine zuhören? Erfahrung. Können Sie Sie einfach mal haben gar zuhören? keine Na, Sie Erfahrung wollen einfach und nicht auch gar zuhören, keine richtig? Ahnung. Ah, Sie klar. wissen auch nicht, Also dass sind Ihnen Sie auch auch nur viele eine Leute Betrüger. wie Sie Sie sind ganz einfach nur gut eine kennen. Betrügerweise. Sie können ja gerne weitersabbeln. Sie sind einfach nur eine Betrügerseite. Mir Ja, da, ein ganz seriöser Finanzdienstleister. Ich lache scheißegal, Sie aus, ich lache Sie aus. So fürchterlich. Ja, genau, ein was ganz Sie tun. Wir haben so seriöser viele Kunden Finanzdienstleister. Ha, ich lache mich tot. bei uns. Hallo?
Weißt du, was ich jetzt machen Hallo, werde? hallo Penner, Nein, hallo Betrüger. da kommen viel zu viele Ja, Anrufe. Du musst wunderbar, alle da verraten, freue ich wie mich es drüber, dir da geht, freue ich du mich drüber. Arschloch. Sehr gut, prima, wir freuen uns darüber.